Oh, die kleine Pause hat mir gut getan. So, jetzt versuche ich mal zu gucken, ob ich hier noch irgendwas finde oder ansonsten grabe ich mir noch ein bisschen Sand aus und dann muss ich einfach zurück. Ich brauche endlich Antibiotikum. Komm her! An Rennen ist jedenfalls nicht mehr zu denken. Graben. Was? Clay? Nein. Die brauche ich nicht. Ich brauche Sand. So. Mehr kann ich jetzt eh nicht mitnehmen. Ah! Verdammter Kaktus. Aua. Ah, das tut weh. Da hinten ist eine Krankenschwester. Oh. Gott, bitte lass sie mit Antibiotikum dabei haben. Ah. Ein Verband. Ja, vielleicht hilft es, wenn ich ein paar Pillen nehme. Ja, zumindest mein Haus ist nicht mehr weit. Dann ist noch eine. Wenn die was hat, dann kann ich noch ein bisschen weiter suchen. Elende. Elende Wüste. Na. Oh wow, was für ein Berg. Da hinten, sind das eine Autowracks oder sind das Gebäude da in den Kakteen? Keine Ahnung, aber hier ist ein Rucksack. Wasser. Shotgun-Rohr. Nee, brauche ich jetzt nicht, ist warm genug. Hier. Das Zeug brauche ich zumindest, um Antibiotika herzustellen. Und so einen Schwenker habe ich jetzt ja auch. Das sollte ich auch dringend dann tun, wenn ich... Falls ich... Nein, wenn ich zurück bin. Du! Das ist mir fast noch ausgewichen. Wie viel Öl habe ich jetzt eigentlich mit? 15. Ah! Oh. Was? Wo? Da oben. Nee, danke. Für den Moment macht es echt keinen Sinn mehr, hier noch weiter durch die Wüste zu suchen. Irgendwelche großen Lager oder Militärlager scheinen hier nicht zu sein. Meine Freunde sind also aber noch fern und ich muss aufpassen, dass sie nicht mehr durch Kakteen laufen. Also laufe ich jetzt lieber erstmal zurück. Ich hoffe, ich habe noch genug Pillen zu Hause.
mich mal für eine Sekunde ausruhen hier. Also, jetzt geht's mit meiner Ausdauer zumindest wieder halbwegs. Wo ist der Typ, der hier gerade langgelaufen ist? Das ist ein Kriecher. Ja, war ein Kriecher. Du bist das! Was haben wir hier? Noch eine Tasche? Das ist echt alles voll. Oh, noch so eine. Komm, den nehmen wir mit. Da lassen wir lieber einen für da. Gläser noch, egal. Ein Halstuch habe ich ja schon, oder? Ein rotes. Das sind zwar eine rote Fragen, aber das blaue gefällt mir irgendwie besser. Was mir zum Rest. Und hier, das sieht doch aus wie Eisen. Ein bisschen Platz habe ich noch, komm her. Ich brauche noch Eisen. Blei, aber so viel Platz habe ich nicht mehr. Es sei denn... Nein, es macht keinen Sinn, jetzt hier irgendwas wegzuschmeißen. Hier ist noch Eisen, nämlich das. Ich dachte, das wäre Eisen. So, Kohle. Ja, du willst mit mir mit Kohle, ich weiß. Ich habe aber nichts zum Wegwerfen. Na doch, hier vielleicht die Bandage. Mach ich mir daraus halt einen Stützstrumpf. Muss ich aufpassen, sonst fällt mir das wieder auf den Kopf. Aber wenn es doch schon so an der Wand rumliegt. Muss jetzt erstmal reichen. Das Essen habe ich auch. Ja, doch hier Yucca-Früchte noch. Hau ich mir die im Hinter. Besonders sättigend sind die aber nicht. Hier, wie wär's damit? Oh. Die hatte andere Meinungen. Ich ernähre mich doch immer so gesund hier. Puh. Wie weit ist es denn noch? Ein Stückchen noch. Irgendwie ist meine Karte auch kaputt gegangen, als mein Aufzeichnungsgerät den Geist aufgegeben hatte. Nichts als leere Prärie und Taschen. Ob die von irgendwelchen anderen Flüchtenden wie mir verloren worden sind? Das sind vor allem nur Steine. Oh Mann, wo sind nur meine Leute hin?
Jetzt nicht vom Weg abkommen. Bald was finde, muss ich wieder rohen Mais kauen. Das ist auch nicht gerade erbaulich. Wow. Oh, das ist gefährlich hier. Jetzt stehe ich aber ziemlich blöde da. Komm ich jetzt hier runter? Ne, hier geht's. Halbwegs. Aber das ist doch wirklich eine Tasche, oder? Trinkwasser. Hervorragend. Aua. Lass mich in Ruhe. Elende. Das ist so friedlich, diese Gegend. Möchte man meinen. Und dann zack, kommen sie irgendwo aus dem Schatten und reißen dir dein Fleisch von den Knochen. Aber nicht mit mir. So langsam kenne ich mich aus. Oh, ich muss kurz vor meinem Zuhause sein, denn hier war ich schon. Ah, da ist die Siedlung. Puh, Gott sei Dank. Was, die habe ich bisher übersehen? Guck dir das an. Ist ja voll mit allem Möglichen. Ja. Hol ich mir später. Und? Sieht nicht so aus, als ob sie mir hier die Bude auseinandergenommen hätten. Gott sei Dank. Zu Hause. Ah, jetzt erstmal was Vernünftiges essen. Tue ich sogar die Spitzhacke für in den Kühlschrank. Oh Gott, ist das gut. Oh. Ja. Oh. Na, warte, hier das. So, mit dem Fleisch kann auch hier rein. Die Nudelsuppe. Ja, dann würde ich sagen, fackel ich nicht lange. Alles an verschimmeltem Brot, das ich habe, hier rein. Und dann muss ich noch dieses andere Potasiumzeug, wie das heißt, holen. Und dann werde ich hier ordentlich Antibiotika herstellen. Ich habe ja noch genug, so ist es nicht, aber... ist sicher. Ah, jetzt sollte es besser gehen. Die Pflanzen hier wachsen trotzdem nicht vernünftig. Ist doch ein Mist. Ein Mist ist das. Ja, was mache ich jetzt am besten? Erstmal den Sand wegpacken. Und hier das Zeug, ja, das können wir durch den Ofen alles. Leider lohnt es sich nicht, ein ganzes Kohleerz dafür reinzuschmeißen. Obwohl, ich habe genug Kohle, so ist es nicht. So, Gott, ich habe hier noch Bricks, noch
Wie heißen sie? Na, Steine halt. Okay, dann kann die Schaufel erstmal wieder zurück und auch die Axt. Und ich hatte schon so einen Helm. Und jetzt habe ich zwei. Vielleicht kommt ja doch irgendwann nochmal einer hier vorbei. Irgendjemand kann das gebrauchen. Das Benzin. Ich habe schon so viele Nägel und keine Ahnung, was ich damit anfangen soll. Jetzt mit der Knarre aus hier. Vollgeladen ist sie. Ach ja. Ja, Gewehrteile. Nicht gelernt, wie man Leder herstellt. Vorrat. Mir war doch so. Es geht voran. Ja, so langsam wird der Kopf auch wieder klarer. Habe ich eigentlich eine Form für Gläser? Nee. Die machen wir gleich. Fertig. Reichlich Leder. Ich meine, ehrlich, man weiß doch nie. Ich hatte schon eine Gläserform. Naja, gut. Jetzt habe ich zwei. Sehr schön. Ah, ich bin echt noch ein bisschen durch den Wind. So, wie sieht's denn aus? Was habe ich für Kleidung? Die ist fast in den Dutten. Die sind ziemlich ausgetragen. Jeder Handschuhe habe ich schon. Ordentlich einen Helm, das passt. Naja, was kann ich mir denn hier... Erstmal vernünftige Stiefel. Eisenhandschuhe. Nee. Gleich schon. Wie war das so? Und so? Ha! Sehr gut. Rucksack, wie man den herstellt, das wäre doch interessant zu lernen. Kann ich eine Lederhose machen oder nur eine Lederrüstung? Dann mache ich die zumindest mal neu. Nicht noch irgendwo eine Klamottenkiste. Es macht keinen Sinn, dass hier die Klamotten drin rumfliegen. So.
Ach so, jetzt habe ich schon alles auf. Okay, dann mal gucken. Kann ich mir irgendwie vorstellen, wie ich einen Rucksack herstelle? Dann kann man wahrscheinlich gar nicht. Mist. Dann kommt hier noch Kleidung rein. Es ist hier nichts dran drauf mit dem Zeug. Mist. Na gut, sei es wie es sei. Und die Pötte hier. Und das Weizen. Jetzt wird das Leder mitgeschleppt. Egal. Die Welt sieht schon wieder ein bisschen besser aus. Ich werde einfach noch die Mauer hier ein bisschen erweitern und dann schauen, was ich danach mache. Irgendwas fällt mir schon ein. Ha!